وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere siebte Dars von der Erklärung von der Aqidah al-Tahawiyyah. Wir haben über Tashbih geredet im letzten Dars. Es gibt was zu sagen in Bezug auf Tashbih. Die Gruppierungen in Bezug auf Tashbih oder die Gruppierungen, sie behaupten, dass Ahl-Sunnah Mushabbiha sind, sind erstens die Übertreibung von Philosophen und Qaramita. Diese Gruppierung negieren die gesamten Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Die stellen nur die uneingeschränkte Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Eigenschaft und hat keinen Namen. Die zweite Gruppierung, das sind Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah haben gesagt, diese Namen, die für Allah sind, sind nur Metapher. Und sie glauben auch sogar, dass diese Namen geschaffen wurden. Allah hat seinen Namen geschaffen. Die erste Gruppierung sagen, dass Ahl-Sunnah Mushabbiha sind. Zweite Gruppierung sagen auch, dass Ahl-Sunnah Mushabbiha sind. Die dritte Gruppierung, die Sekte Al-Mu'tazila, die sagen, die stellen für Allah subhanahu wa ta'ala Namen und die sagen, diese Namen enthalten keine Eigenschaft. Und die sagen auch, dass Ahl-Sunnah Mushabbiha sind. Die vierte Gruppierung, das sind Al-Ash'ariyya. Sie haben die Namen festgestellt. Und die haben ein paar Eigenschaften auch festgestellt. Und die sagen, dass Ahl-Sunnah auch Mushabbiha sind. Alle von diesen Gruppierungen, die nennen jeder, der die Eigenschaften von Allah festgestellt hat, Mushabbih ist. Und die sagen auch in ihren Büchern, die sagen, Al-Mushabbiha, das sind diejenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala Hand und Füße und Auge und runterkommen, feststellen. Und die meinen Ahl-Sunnah. Und das sind viele Arten. Und die sagen das in ihren Büchern. Die sagen, die ersten sind Al-Shafi'iyya. Sie stammen von Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Die zweiten sind al-Hanafiyya. Und die dritten sind al-Halabila. Und die vierten sind al-Malikiyya. Und die Folger von diesem sind, also für al-Jahmiyya und Qaramita und Philosophen, das sind al-Mushabbiha.
إذا قلت أين الشيء قتيمة نخ إلى التشبيه، الإمام ابن أبي العز الحنفي زاكت زين أكلير في العقيدة الطحاوية دي غوتليش داس غوتليش فيسن إذا إيه سنش إغلاوبت فيسن إبا الله سبحانه وتعالى إذا إيه سنش إغلاوبت إبا داس فيسن إبا الله سبحانه وتعالى دي أنالوجي دي سفا غلايش ودا دي أنالوجي دي غزامتهايت يهم داس إن العقيدة الواسطية إكليرت إذا جبت دراي آرت من أنالوجي إذا جبت قياس التشبيه أنالوجي دي فاغلايس تسيس القياس الفقهي تزيد أنالوجي في الفقهاء دي إبط إن أورتايل فون أين تسويق سو أينم أورتايل فون أينم وورتل وعيل دي باين أين زلبة أورزاخهام وعيل دي باين أين زلبة أورزاخهام جنو في Wie Alkohol zum Beispiel. Alkohol ist ein Asel, ist ein Wurzel. Und Drogen ist ein Zweig. Es gibt keine Ayah oder Hadith, die sagt, dass Drogen haram ist. Sie haben gesehen, dass die Ursache im Alkohol ist dieselbe Ursache in Drogen. Und sie haben Urteil von Alkohol zum Drogen gegeben, Al-Hurma, Haram. Das ist Qiyas al-Tashbih, Analogie des Vergleichs. Das dürfen wir nicht in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, weil es gibt kein Wurzel, wo wir, es gibt, Allah ist kein Zweig, und es gibt kein Wurzel, wo wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist wie diese Wurzel. Ihr hört mich, ja? Das ist aufgenommen, inshallah. Die zweite Art von Analogie, das ist die Analogie der Gesamtheit. Analogie der Gesamtheit. Und das benutzen die Logiker. Das benutzen die Logiker. Analogie der Gesamtheit bedeutet, dass viele Mitglieder werden unter einem Namen angeordnet und einen globalen Namen angeordnet. Wie zum Beispiel sagt Mensch. Unter der Name Mensch gibt es viele Mitglieder. Zum Beispiel Ahmed, Mohammed, Mustafa, die sind gleich, weil sie unterordnet diesen Namen Mensch, weil sie alle Menschen sind. Die haben die Eigenschaft der Menschlichkeit. Die haben alle die Eigenschaft der Menschlichkeit. Mohammed, Ahmed und Mustafa, weil alle sind Menschen. Und der gesamte globale Name ist Mensch. Ist Mensch. Aber es gibt eine andere Art von Tashbih, von Al-Qiyas, und das ist die Analogie des Vorrangs. Bedeutet, dass wenn der Mensch eine Vollkommenheit besitzt, wie zum Beispiel das Wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Anspruch als der Mensch in Bezug auf diese Eigenschaft. Der Mensch hat das Wissen. Und wer hat dem Mensch das Wissen gegeben? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Anspruch auf diese Eigenschaft. Wie, genau wie so, genau wie das Sehen, das Hören und alle Eigenschaften der Vollkommenheit. الإمام الطحاوي زغدا لا زغت حي لا ينام قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق
لهم بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. Exact. Er ist anders als alles Erschaffene. Er ist lebendig, hei, und sterbt niemals. Ewig wirkend, Qayyum, ohne je zu schlafen. Er erschafft, ohne dessen zu bedürfen. Und er versorgt seine Geschöpfe ohne jede Anstrengung. Er lässt sie, ohne dabei Furcht zu haben, sterben. Und er lässt sie ohne jede Mühe auferstehen. الإمام الطحاوي in diesen Sätze, er beschreibt Allah سبحانه وتعالى mit seiner Vollkommenheit. Und es gibt eine Regel, haben wir schon in der Aqidat al-Wasitiyya gesehen, dass dass all diese Eigenschaften, zum Beispiel, er sagt, er ist lebendig. Und dann sagt er, und er stirbt niemals. Er hat eine Feststellung gesagt, dann sagt er eine Negation. Die Negation ist nicht, gemeint, ist nicht in sich selbst gemeint. Wir haben gesagt, jede Negation, jede Verneinung zeigt die Vollkommenheit von Allah. Er ist lebendig und stirbt niemals, weil er lebendig ist. Er stirbt niemals, weil er lebendig ist. Die Negation enthält das Gegenteil, die Vollkommenheit des Gegenteils. Er ist lebendig und stirbt niemals. Und die Eigenschaft des Lebens ist gemeinsam zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen allen Eigenschaften. Aber jede Eigenschaft passt im Wesen. Die Eigenschaft, den Sinn der Eigenschaft, trifft nur im Gehirn. Aber außerhalb des Gehirns, jede Eigenschaft passt zu seinem Wesen. Die Gemeinsamkeit ist in Bezug auf den Wurzeln des Sinns. Hayyul la yamut. Er ist lebendig und stirbt nie, ewig wirkend, Qayyum, ohne je zu schlafen. Das hat er von der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala. الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله كاين غوت إز دا أو سئيم دم إيفيش ليبندن دم أين تيش إهالتن دم. دا زين سواي نام فن الله سبحانه وتعالى الحي القيوم. الحي أي دي نام الحي داس هام فيه من دم فاشتاند. Das können wir mit dem Verstand feststellen, ohne die Beweise von Koran zu sehen. Weil jeder Verstand zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala und weiß, Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Weil es gibt viele Beweise, die zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Diese Evidenz, was wir sehen, ist ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und weil Allah subhanahu existiert, es zeigt mit einer Notwendigkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala lebendig ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala lebendig ist, das zeigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala besitzt viele Arten der Eigenschaften. Genauso wie Al-Qayyum. Der Verstand zeigt, ohne Beweise von Quran und Sunnah, dass Allah subhanahu wa ta'ala Qayyum ist. Weil nichts auf dieser Welt allein stehen kann, außer mit Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Allah kann nichts stehen auf dieser Welt. Und alles, alle Kreaturen brauchen Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum
enthalten die gesamte Eigenschaften. El-Hayy enthält alle Eigenschaften, die in Bezug auf seine Wesen verbunden sind. Al-Qayyum enthält die gesamte Eigenschaften, die auf seine Taten verbunden sind. Al-Hayy al-Qayyum enthält die gesamte Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, ist lebendig, hey und stirbt niemals. Ewig wirkend Qayyum. Ohne je zu schlafen. Das ist dasselbe. Negation enthält die Vollkommenheit des Gegensatzes. Er erschafft, ohne dessen zu bedürfen. Und er versorgt seine Geschöpfe ohne jede Anstrengung. Das zeigt die Vollkommenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqun bila haja. Allah ist Khaliq ohne Bedürfnis. Er erschafft, ohne dessen zu bedürfen. Und das zeigt die Vollkommenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er versorgt seine Geschöpfe ohne jede Anstrengung. Er versorgt seine Geschöpfe ohne jede Anstrengung. Der Mensch kann versorgen, aber mit Einschränkung. Weil der Mensch unfähig ist. Weil die Eigenschaften der Menschen unvollkommen sind. Aber die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind vollkommen. Und er sagt weiter, er lässt sie ohne dabei Furcht zu haben sterben und er lässt sie ohne jede Mühe auferstehen. Mumit, also er lässt sterben. Mumit. Mumit bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Tod erschaffen. Geschaffen. Hat den Tod erschaffen. Das ist die richtige Meinung, weil die Philosophen sagen, der Tod ist unexistierend. Also bedeutet, ein Tod bedeutet das Nichtleben. Wenn das Leben nicht mehr da ist, das ist die Definition von Tod. Aber Ahl-Sunna sagen, der Tod ist existierend. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Allah hat den Tod erschaffen, geschaffen. Und jeder, was geschaffen ist, ist existierend. Die Philosophen sagen, der Tod ist unexistierend. Şey Adami. Ist genau wie Licht und Dunkelheit. Dunkelheit hat keinen Sinn in sich selbst, sondern die Dunkelheit hat einen Sinn in Bezug auf das Licht. Wenn das Licht nicht mehr da ist, dann kommt die Dunkelheit. Verstehen Sie was? Dieses existieren und nicht existieren? Also wie Licht und Dunkelheit. Wenn das Licht nicht mehr da ist, kommt die Dunkelheit. Dunkelheit hat keinen Sinn in sich selbst. Genau sagen die Philosophen in Bezug auf den Tod. Wenn das Leben nicht mehr da ist, dann kommt der Tod. Nein, der Tod ist existierend, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat den Tod geschaffen. Das ist deutlich im Ayah. Auch es gibt viele Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala lässt den Tod nicht mehr alles Sinn sein, sondern alles ein Schaf. Und wird zwischen Paradies und Hölle geschlachtet. Aber sagt Allah nicht auch dass er die Nacht erschaffen. Die Nacht ist nicht die Dunkelheit. Die Nacht ist nicht die Dunkelheit. Die Nacht gibt es auch vom Mond. Also die Nacht ist nicht Dunkelheit. Es gibt zwei Meinungen in Bezug auf den Tod. Meinung der Philosophen und Meinung von Al-Sunna. Meinung von Al-Sunna ist das die richtige Meinung, weil viele Beweise aus Koran und aus Sunna zeigen, dass der Tod geschaffen wurde. Und jede Sache, die wird, es ist eine existierende
زخة. Er ist ohne dabei Fokus zu haben, stimmt, er lässt sie ohne jede Mühe auferstehen. Das zeigt alles die Vollkommenheit und die Fähigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat nach jeder Eigenschaft von Allah, jeden Namen oder Allah, das Gegenteil gebracht, um Regeln durchzuführen, dass jede Negation zeigt die Vollkommenheit des Gegensatzes. Dann sagt er, Moment. Er sagt dann, ja, er existiere immer und oh, ewig mit all seinen Eigenschaften, bevor er die Schöpfung erschuf. Ihre Erschaffung hat seinen Eigenschaften nichts hinzugefügt, das nicht schon vorher dazu zählte. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته. Diese Sache, es gibt viele Meinungsverschiedenheiten über diese Sache. Sind die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ewig? Sind die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala auch ewig? Er sagt, er existiere immer und oh ewig mit all seinen Eigenschaften, bevor er die Schöpfung erschuf. Ihre Erschaffung hat seinen Eigenschaften nichts hinzugefügt, das nicht schon vorher dazu zählte. Es gibt Meinungen in Bezug auf dieses Thema. Wurde Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben mit diesen Eigenschaften, nachdem die Früchte der Eigenschaften gezeigt wurden? Also wurde er Schöpfer genannt und mit der Eigenschaft der Schöpfung beschrieben, nachdem er erschaffen hat? Wurde er allsehend oder allhörend genannt, nachdem er seine Geschöpfe geschaffen hat? Es gibt drei Meinungen von diesem Thema. Es ist ein großes Thema, ist das. Es gibt die Meinung von Mu'tazila und Jahmiyyah und die anderen Philosophen, die sagen, Allah hat keine Eigenschaften, keinen Namen. Nur wenn die Früchte der Eigenschaften gezeigt werden. Und alles Allah seine Geschöpfe geschaffen hat, dann hat er diesen Namen geschaffen. Und sie glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind geschaffen. Und alles Allah subhanahu wa ta'ala geschaffen hat, die Leute haben ihn Schöpfer genannt. Und er hat diesen Namen sogar geschaffen. Das ist die erste Meinung. Auch er hat die Eigenschaft des Schöpfens. Nachdem er eine Hörende geschaffen hat. Das ist die erste Meinung. Die zweite Meinung, weil die Al-Jahmiyyah und Al-Mu'tazila, sie sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala besitzt nicht die Eigenschaften. Sie haben ein ungültiges
Wurzel und zwar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala Eigenschaften besitzt, dann ist er Makhluk, geschaffen, ist er Geschöpf. Also sagen, jedes Wesen, wo Eigenschaften ist, jedes Wesen, der enthält Eigenschaften, ist geschaffen. Alle, die den Koran gelesen haben, die haben das Allah subhanahu wa ta'ala selbst beschrieben mit vielen Eigenschaften, die haben diese Eigenschaften negiert und anders erklärt. Die sagen, Allah macht mit seinem Wesen, macht alles mit seinem Wesen. Er hat keine Eigenschaften. Al-Asha'ira und Maturidiyya und anderen Sekten wie Al-Karramiyya, die sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, die sagen, die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die Namen von Eigenschaften sind auch ewig und seine Eigenschaften sind auch auch ewig, aber die Spuren von seinen Namen Eigenschaften sind nicht gezeigt, nur nachdem er geschaffen hat. Und vorher nichts gemacht. Die dritte Meinung, das ist die Meinung von Ahl Sunnah und Jama'ah, die sagen, die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind auch ewig und die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sind auch ewig und Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will und seine ganzen Taten beziehen sich auf seinen Willen. Deshalb sagt Abu Ja'far At-Tahawi, existierte immer und auch ewig mit all seinen Eigenschaften, bevor er die Schöpfung erschuf. Also das bedeutet, er besitzt, hat die Eigenschaften. Er hat die Eigenschaften, bevor er die Schöpfung erschuf. Ihre Erschaffung hat seinen Eigenschaften nichts hinzugefügt, was nicht schon vorher das erzählte. Also seine Eigenschaften sind und seinen Namen oh ewig. Die anderen Sekten, die beschreiben Allah subhanahu wa ta'ala nicht mit Vollkommenheit, die zeigen, die sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala vorher keine Eigenschaften hat. Habt ihr das verstanden? Wir werden das Thema noch, inshallah, behandeln. Also, wir werden das Thema noch mal nächstes Mal behandeln. Das Thema ist groß. Wir werden, inshallah, nächstes Mal das Thema wieder behandeln. Also, Asha'ir und Maturidiyya sind das. Asha'ira und Maturidiyya sind das. Ich muss jetzt leider aufhören, weil ich krank bin. Ich wollte nicht das ausfallen lassen. Inshallah, wir behandeln das nächste Mal, inshallah. Ausführlich. Inshallah. Barakallahu fikum.